Hallo meine Lieben, heute soll es um meine Blushes gehen. Ja, es sind einige. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Verkneift es euch, ich weiß, man braucht nicht alles und ja, es scheint mir so, als wäre ich etwas blushsüchtig geworden. Vielleicht eins vorweg, ich habe das letzte Mal bei meinem Powder Cream to Powder Blushen, wie auch immer, eins vergessen, und zwar ist das das hier von Essence. Eins der So Blushed Blusche in Everything is Better in Pink. Das wollte ich euch noch eben zeigen. Und danach habe ich noch eins vergessen, sehe ich gerade. Ist eben ein Pink. Wer hätte es gedacht? Und dann habe ich noch von Alverde, ich glaube, das war die Vintage Rose Alley. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. In Deep Rose. Das sind die beiden Blushes noch. Die werde ich euch noch eben hier einmal switchen. Die zwei hatte ich letztes Mal noch vergessen. So, und jetzt geht's los mit meinem Blushen. Blushes? Blushen? Was? Wie auch immer. Ich habe zwei von H&M. Und zwar sind das diese beiden hier. Das ist einmal hier die Frühlingsvariante und einmal die Herbst-Sommer-Variante. Wie auch immer. Das ist eben die rote Variante und das ist die Farbe Autumn Flower. Ach, schaut mal. Die Herbst-Variante. Sieht so aus. Und das ist Springflower. Und das sieht so aus. Die sind halt wunderschön, ne? Irgendwie musste ich die haben. Ich gehe da einmal so mit dem Finger rein. Das ist eben so ein schönes Rot. Und das ist eine tolle Farbe. Ich kann sie schwer beschreiben. Ja, zwei Blushes von H&M. Wobei ich noch eins habe, aber dazu kommen wir später. Dann habe ich von Wet n Wild das Mega Glow Illuminating Powder. Ich glaube, das ist eher als Highlighter gedacht. In der Farbe Catwalk Pink. Aber ich benutze das sehr gerne als Blush. Und das habe ich mal von der Lavie in Apricot gewonnen. Vor einiger Zeit. Vor über einem Jahr. Ja, so sieht es sehr Highlighter-mäßig aus. Es kommt eben darauf an, wo ihr reindippt, ne? Aber benutze ich sehr gerne. Muss ich sagen, habe ich eine ganz lange Zeit überhaupt nicht benutzt. Ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, es ist viel zu hell, aber es ist ein Traum. Dann habe ich hier von Mary Kay ein Blush in Cherry Blossom. Das habe ich mal von meiner Schwester geschenkt bekommen. Ist eine sehr schöne Alltagsfarbe. Aus der Essence Marble Mania LE. Die Farbe ist Whirlpool. Der bin ich so hinterhergelaufen. Die war überall ausverkauft, also dieses Blush. Und ich habe es dann an der Ostsee entdeckt. Ja, so war das damals. Ich weiß gar nicht, ob das noch tut. Doch, tut noch. Ist eine sehr schöne Farbe. Dann habe ich hier eins von HEMA, von diesem Satin Blush Powder, die Nummer 09. Eine traumhaft schöne Farbe. Weiter geht's mit dem Beach Cruisers Blush, ja, aus der Beach Cruisers LE in der Farbe I Love Summer Break. Das soll ja irgendwie ein Dupe zu dem aus der Miami Roller Girl LE oder so sein. War das nicht so? Ich weiß es nicht. Schöne Farbe. Sehr, sehr schöne Farbe. Muss ich auch mal wieder benutzen. Dann habe ich hier von Guerlain eins. Und zwar ist das Pink Punk. Ich muss ehrlich sagen, dass ich davon nicht so begeistert bin. Ich finde die Farben einfach nicht so besonders. Irgendwie weiß ich auch nicht, was ich mir da im Laden gedacht habe. Ich meine, die sind schon schön, aber nicht so besonders. Dann eins aus der Essence Beauty Beats LE in der Farbe Groupie at Heart. Das war ja diese Justin Bieber LE. Ich bin kein Justin Bieber Fan, by the way. Ist dieses schöne Pink. Es sieht halt schön aus, ne? Jo. Weiter geht's mit diesem Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter. Ich weiß nicht, der hat sich jetzt hier ein bisschen reingemuggelt. Ich benutze das hier eher zum Konturieren ein bisschen und sowas vielleicht ein bisschen als Highlighter, aber ja, weiß ich nicht. Es ist so ein Mischmasch-Dings, wo ich eigentlich für alles Mögliche verwende. Dann hier nochmal eins von H&M. Das ist das Make Me Blush-Paletten-Dings. Und das sind die Farben. Ein Traum. Dann aus der Manhattan Glowing Goddess LE die Farbe Pink Paradise. Super, super schön. Dann von Kiko. Das war auch eine LE.
War das die Color Explosion LE? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die Farbe Wild Sienna. Auch eine tolle Farbe. Dann besitze ich zwei dieser Sleek Blush by 3 Paletten. Und zwar zum einen die Farbe Pink Sprint. Ich meine, Bäbäbäm. Bam. Wie geil ist diese Farbe? Oh, Leute. Aber auch die anderen. Also wirklich, diese Palette, bam. Ich glaube, die kosten 10 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sind auf jeden Fall nicht ganz so teuer. Und die Farbabgabe ist der Wahnsinn. Die Farben sind wunderschön. Ja, guckt euch die mal an, falls ihr da Interesse habt. Und das ist die Lace-Palette. Die eben eher so ins Peachige geht. Auch wunderschöne Farben. Dann habe ich hier aus der Alverde, ich glaube, das war auch die Vintage Rose LE. Wie toll war diese LE übrigens? Passion Pink. Das ist eigentlich ein Lidschatten. Aber er ist als Blush-Highlighter einfach auch toll. Dann habe ich von NYX Terracotta, einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Blushes. Von HEMA ein Wet n Dry Blush Powder in der Farbe 52. Habe ich die? Ne, den habe ich noch nicht benutzt. Auch eine tolle Farbe. Von Art Deco die Nummer 04. Das war mein allererstes Blush. Sehr gewagt, oder? Fürs erste Blush. Ja, aber eine schöne Farbe. Sollte ich mal wieder benutzen. Ach ja, das hat übrigens schon mal ein Waschmaschinengang mitgemacht. Ich weiß noch, wir hatten irgendwie an Karneval uns geschminkt und mein Freund hatte das in der Tasche und es wurde mitgewaschen. Es funktioniert immer noch 1A. Dann nochmal etwas, das eigentlich ein Lidschatten ist von Essence. Das ist die Farbe It's Up to You. Aber wer macht sich sowas aufs Auge? So, eine super schöne Farbe. Dann von Catrice ein Defining Blush in der Farbe Think Pink. In Pink. Dann von P2 aus der Black Deluxe LE ein Nice and Naughty Blush in Shimmery Berry. Was ein geiler Name, Leute. Auch eine tolle Farbe. Dann haben wir hier Blush Up Essence und zwar Heat Wave. Oh mein Gott, das ist so ein schönes. So ein schönes Blush, Leute. Ein Traum. Aus der Essence Oktoberfest LE. Ich glaube, Fesches Madel. Ja, Fesches Madel. Das ist eben die innere Farbe. Das ist die äußere Farbe. Ich benutze eigentlich immer nur die innere Farbe. Dann aus der Vintage District LE von Essence. Dieses wunderschöne Blush in der Farbe It's Popular. Ich habe hier das Goldene noch nicht angefasst. Ja, die andere Farbe sieht so aus. Ist sehr dezent bei mir, aber es sieht so schön aus. Dann von Flomar aus der Lights of Flower LE. Mein absolutes All-Time-Favorite-Blush. Ich habe mittlerweile einige, aber dieses gehört auf jeden Fall immer noch dazu. Das habe ich von der lieben Siam geschenkt bekommen, weil ich es so toll fand damals. Und ja, weiß ich gar nicht, was für eine Nummer das ist. Sucht es euch aus. Es ist auf jeden Fall so toll. So sieht es aus. Ein Traum. Gerade im Sommer. Dann von Marie-Christine habe ich von meiner Mama mal bekommen, weil sie es nicht mehr wollte. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die Marke nicht. Das ist die Farbe Flamingo. Und jetzt haltet euch fest. Warum meine Mutter sowas hatte, weiß ich auch nicht. Aber es ist einfach mal knallpink. Ja, wieso nicht, ne? Dann habe ich von Art Deco diesen Blusher in der Farbe 73. Wow. Auch total vergessen gehabt. Ist auch eine tolle Farbe. Dann aus der Cookies and Cream LE von Essence. Einen Blush in der Farbe Cake Pop That's Top. Dem sind ja auch irgendwie auch alle hinterhergerannt gewesen. Oh! Dann von Art Deco. Den habe ich jetzt neulich geschenkt bekommen beim Weihnachtswichteln. Das ist ein Mineral Baked Blusher von Art Deco. Und zwar die Nummer. Ist das die Nummer 348? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Wie dem auch sei, das ist die Farbe. Dann haben wir hier von Essence aus der Viva Brasil LE die Farbe Destination São Paulo. São Paulo.
Nee, das war jetzt italienisch, aber was soll's? Ist eben schönes Rot. Ja, das ist eben einfach toll, oder? Das sieht sehr, sehr schön aus. Weiter geht's mit diesem P2 Blush. Und zwar ist das eines dieser Glow Touch Blushes in Touch of Peony. Wunderschöne Farbe. Dann von Clinique. Eins dieser, wie heißen die? Cheek Pop in Peach Pop Blushes. Ich muss ehrlich sagen, absolute Nicht-Kaufempfehlung. Falls ihr schon. Oh, geh doch auf. Falls ihr das noch unbedingt irgendwo haben wolltet, ich finde es ehrlich gesagt echt nicht schön. Also nicht gut. Es ist schön. Klar, es ist schön. Aber so seht ihr, kommt die Farbe wunderbar raus, aber irgendwie auf dem Pinsel nicht. Und das nervt mich. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich irgendwas falsch, aber. Naja. Dann habe ich von Alverde einen Lidschatten. Das ist eigentlich ein Lidschatten, aber ich benutze ihn als Blush. Und zwar ist das Pumpkin Orange. Ich weiß nicht, ob das eine LE mal war. Kann sein. Dann habe ich noch mal eins von Marie Christine. Und, ah, welche Farbe ist das? Papaya. Papaya ist auch so eine Bebam-Farbe, wo ich mir denke, Mutti. Aber so. Krass, oder? Ja, also ich finde sie ziemlich geil. Aber ich kann mir das bei meiner Mutter beim besten Willen nicht vorstellen. Dann haben wir hier die beiden Inspired by Light LE Blushes. Einmal in Rosy. Hatte ich euch neulich ja schon geswatcht, mache ich aber gerne nochmal. Und das ist Peachy. Mein Gott, diese Blushes gehen ja sowas von schwer auf, Leute. Ja, so, jetzt habe ich mir gleich meine ganzen Fingernägel ruiniert. Was zur Hölle? So. Dann aus der Catrice. Meet Me in Venice? Nein, Viennard. Viennard LE, das an, war eine andere LE. Und zwar Floral Ornament. So sieht die Farbe aus. Wenn man das zusammenmischt, sieht die Farbe so aus. Dann. Aus der P2 Catch the Glow LE habe ich diese beiden Blushes. Und zwar ist das einmal Beach Fever und einmal Beach Beauty. Und große Liebe. Was war das jetzt? Beach Fever. Und Beach Beauty. Yay! Dann habe ich aus der Meet Me in Venice LE, wie konnte ich das verwechseln? Dieses Blazing Treasure Blush, Treasure Blush in Fortune. Ein Traum, ich liebe es. Also, habe ich da schon was? Nein. Es ist so unglaublich schön. Man kann natürlich dann auch noch den goldenen Schimmer mitnehmen, aber ich finde das auf den Wangen ein bisschen heftig. Oh, Liebe. Dann habe ich von Sleek dieses Blush. Das ist Pomegranate. Tolle Farbe, ne? Und dann kommen wir jetzt schon zu meinem letzten Blush. Und das ist von NARS Orgasm. Ja. Habe ich mir damals in Paris gekauft und große Liebe. Ja. Das waren meine Blushes. Sind nur ein paar, wie ihr gesehen habt. Ja, ich weiß, es ist zu viel. Es ist sowas von zu viel. Da braucht ihr mir überhaupt nicht jetzt in die Kommentare schreiben, dass ich sie nicht mehr alle habe. Das weiß ich. Ja, ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Außer, dass ich jetzt vielleicht mal anfangen sollte, etwas überdachter einzukaufen. Ja. Vielen Dank trotzdem fürs Zugucken. Ah, ich habe eins vergessen. Oh, das habe ich hier oben stehen, weil es so schön ist. Und zwar von Too Faced. Eines dieser Sweetheart Blushes in Something About Berry. Wie konnte ich das vergessen, Leute? Geht gar nicht, ne? Sehr schön auch. Ja, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid nicht allzu geschockt. Wir sehen uns ganz bald wieder und dann wahrscheinlich mit meinen Lidschatten. Bis dann. Tschüss.